Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe hier mit Traders Talk Morning Meeting und Markteröffnung live aus einem Frankfurter Trading Floor. Ich freue mich sehr, dass das Team hier wieder mit uns diese Veranstaltung macht. Und ja, heute ist auch ein wichtiger Tag, eigentlich die ganze Woche. Viele News, aber dazu oder da werden die Jungs gleich auch was dazu sagen, ganz bestimmt. Und ich freue mich, dass Sie heute live dabei sind oder sich die Aufzeichnung entsprechend anschauen. Und ja, mein Name ist Nelson Cardoso-Neto. Ich begrüße Sie von FXLED. Bevor ich übergebe, sprechen wir einmal kurz immer über den Risikohinweis, denn auch dieses Webinar dient nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie auch wie immer Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. So, Wango, dann klickst du jetzt den Bildschirm, wie gerade schon angekündigt, heute ein wichtiger Tag und morgen und ja, wie gesagt, die ganze Woche schon. Und ich bin mal gespannt, was ihr zusammengetragen habt. Genau, wunderbar. Dann im Moment, dann gucke ich mal, dass ich auch den richtigen Bildschirm übertrage hier. So. Ja, so, wir das sehen müsste jetzt die passen. Wunderbar. Antwort. Genau. Okay, also schönen guten Morgen auch von mir. Ich bin der Wango Evangelos Giallouris von Traders Talk. Zusammen mit meinem Kollegen Alex Meyer machen wir die Squawkbox. Genau, das ist eine unserer Dienstleistungen, die wir anbieten. Das ist ein börsentägliches Webinar. Genau, ganz kurz. Das von 8 Uhr bis 17 Uhr läuft und wir jetzt halt die gemeinsame Schalte doch einmal alle 2 Wochen mit unserem Partner FXLED haben. Dafür nochmal recht herzlichen Dank. Wir sitzen in Frankfurt hier im Handelsraum und es ist eigentlich, Squawkbox ist quasi so ein virtueller Handelsraum. Wir kommunizieren hier all das, was wir untereinander auch kommunizieren, nur halt nach außen, sprich mit den Vorbereitungen, die professionelle Vorbereitung an den Handelstag, was da alles dazugehört, die Factsheets und auch die News dazu sind im Webinar auch schon hochgeladen, sehe ich. Ja genau, also wer sich das anschauen möchte. Factsheets werden erstellt morgens für den DAX, für den Stocks, für den FGBL und die News und alles, was so die Agenda für heute so bereithält, sind die News und Konjunkturdaten, aber dazu vom Alex gleich mehr und danach im Anschluss die Marktbesprechung mit mir. Also ich übergebe jetzt erstmal an meinen Kollegen Alex Meyer und werde dann übernehmen. Einen schönen guten Online News, ja, lasse sich hier nicht schlagen. Heute mit Zahlen geht eigentlich nur um die FED. Heute Abend 20 Uhr der Zinsbeschluss. Da wird mit unveränderten Zinsen gerechnet, eigentlich auch für die nächste Zeit. Und 20.30 Uhr dann die Pressekonferenz, wird alles drum gehen. Sagt er schon was zu Zinssenkungen? Ich glaube nicht. Er wird hier nicht, Paul, noch die Spekulation weiter befeuern wollen. Wir sind ja wirklich schon ziemlich gut gelaufen. Auch da wird man natürlich drauf schauen, wird wie immer ein bisschen bremsen, aber die wird davon abhängen. Die Anleger werden wahrscheinlich, wie auch bei seiner letzten Rede, nicht so ganz ernst nehmen, sprich also weiter feiern. Das ist zumindest mal meine Annahme hier heute Abend, aber jetzt dann doch mal kurz von den Nachrichten von heute Morgen und gestern. Also wir hatten relativ schwache Zahlen hier aus Großbritannien. Jetzt muss ich da noch ein paar Zahlen bringen. BIP minus 0,3% statt 0,0 im Monat für Oktober. Die anderen Zahlen waren ähnlich schlecht. Das hat hier dem Bund ein bisschen geholfen. Also man feiert weiterhin noch eher schlechte Zahlen. Nach dem Motto, solange die Zahlen schlecht sind oder schlecht bleiben, gibt es auch keine weiteren Zinserhöhungen. Das gilt auch mehr oder weniger für die EZB. Gestern hatten wir die Verbraucherpreise, die waren marginal höher als erwartet, ganz wichtige Zahlen. Da haben wir dann erstmal ein paar Abschläge gesehen, gestern in den USA, aber danach wurde dann umso heftiger gefeiert. Also die wichtigen Indizes alle auf Jahreshöchststände. Dann gab es hier heute Morgen noch die Meldung, man hat sich wohl in Deutschland im Haushalt geeinigt. Das ist eigentlich kein großes Thema, aber als die Nachricht kam, so kurz vor 8, sind wir dann doch ein bisschen gestiegen oder kurz nach 8. Gibt es heute noch eine Pressekonferenz um 12 Uhr, da werden dann die Einzelheiten genannt, aber wie gesagt, es geht da um den Haushalt und der DAX
bestehen immer aus Einzelfirmen, denen der Haushalt relativ wurscht ist. Trotzdem ist es natürlich ein Thema. Also um 12 Uhr soll es da eine Pressekonferenz geben. Und ja, das ist es eigentlich auch schon von meiner Seite. Dann vielleicht noch das IW-Institut meldet für 2024 oder schätzt, also Wirtschaftsforschungsinstitut, schätzt das Wachstum in Deutschland bei minus 0,5 ein. Das ist natürlich auch eine relativ negative Zahl, aber die sind zum einen nicht so wichtig und zum anderen feiert man hier weiterhin Ende der Zinserhöhungen und freut sich schon auf das Jahresende. Die Rallye hat ja schon lange begonnen und damit bin ich dann auch schon durch. Also, wie gesagt, sonst kommt heute jetzt nicht mehr allzu viel an Wichtigem. Wir haben noch Erzeugerpreise aus den USA, da wird man natürlich auch noch drauf schauen, 14.30 Uhr. Und das ist eigentlich schon Industrieproduktion aus der Eurozone um 11 Uhr. Große Ereignis heute Abend, 20 Uhr und 20.30 Uhr. Damit bin ich durch mit den Nachrichten. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und bis gleich dann. Genau, das waren jetzt hier die Overnight News, wie gesagt, das Main Event heute. Natürlich am Abend hier mit dem FED-Zinsentscheid. Dazu später mehr für all diejenigen, die sich dafür interessieren. Ich werde vielleicht nachher nochmal den Link hier dem oder dir, Nelson, geben. Wir übertragen heute Abend live den FED-Zinsentscheid, gehen da wahrscheinlich so gegen 19.30 Uhr auf Sendung. Entweder im Rahmen des bereits existierenden Webinars, was wir hier, also jetzt nicht hier das FX Flat, sondern das, was wir börsentäglich haben. Aber dazu später mehr. Wie gesagt, da geben wir gerne nochmal den Link, dann den stellen wir dann hier nochmal ein. Also, dann starten wir mal hier wie gewohnt. Also wir besprechen hier bei uns bei Traders Talk hauptsächlich den DAX, den Euro Stoxx Future, den Bund, den S&P und am Nachmittag auch ein bisschen die Nasdaq. Das sind so die Main Hauptprodukte, die wir besprechen. Fangen eigentlich immer mit dem DAX an und da jetzt die Bemerkung, wir haben auch gestern wieder ein neues All-Time-High gesehen, aber zum ersten Mal seit, ich glaube, guten 10 Tagen, ja, wenn ich da irgendwie richtig gezählt habe, 10, 11 Tagen, ging es eigentlich nur nach oben. Sie sehen es hier. Und gestern zum ersten Mal hier die eine negative Candle und auch heute wieder leichte Abschläge. Da konnten wir gestern die neuen Hochs aus dem US-Markt nicht mitmachen. Also leichte relative Schwäche. Das hat sich jetzt ein bisschen umgedreht vom DAX und Euro Stoxx zu den US-Indizes. Jetzt schauen wir uns das Ganze, und das ist so die Vorgehensweise, vom Daily brechen wir es dann runter auf den Stundenchart und gucken zunächst mal, was gestern passiert ist. Also wir haben gestern ich glaube bei 8,42, 8,43 das Vortageshoch, also das vom Montag gehabt haben, drüber eröffnet, dann aber drunter geschlossen, noch vor Beginn der Kasse drunter geschlossen, und Sie sehen dann, dass der Markt dann eigentlich auch sich im Verlauf des Tages dann auch unterhalb dieser Marke, also ein False Break am Vortageshoch, das ist immer was relativ Markantes, auch in so einem bullischen Markt. Gestern auch immer wieder die Aussage von mir hier, dass Märkte halt nicht immer eine Einbahnstraße sind, erst recht nicht für die Leute oder für die Händler, die Intraday oder unterwegs sind, so wie wir das machen. Also gestern war hier auf der Short-Seite auch das eine oder andere möglich. Wir haben gestern ein bisschen Volatilität dann reinbekommen, natürlich mit den Verbraucherpreisen aus den USA. Das ist hier diese Candle. Um 14.30 Uhr kam das zunächst mal oben nochmal hier eben dieses Level getestet. Dieses Niveau 8,45 auch vom Vormittag und dann unten das Tief bei der 7,65 markiert. Und damit ergibt sich auch so im Groben die Handelszone oder die uns interessieren für heute. Unten der Bereich 7,28, 7,65 relativ breit. Breites Unterstützungsband. Wir sind natürlich sowohl im DAX als auch im Euro Stoxx in allen Zeitzonen bullisch. Nichtsdestotrotz, ja, wie gesagt, es gibt halt auch immer wieder die eine oder andere Short-Situation, so eben gestern. Also wie gesagt, hier unten Unterstützung, aktuelles Tagestief 7,82,
Hier oben, wo erstmal hängen bleibt, ist der POC von gestern, die 16.812. Ansonsten ist es hier das aktuelle Tageshoch, die 8,34, dann eben diese 8,45 und dann das All-Time-High bei der 8,67. Ne, das sind so die Marken im DAX auf der Upside. Wir haben dann oben drüber nochmal aus dem Fibonacci, glaube ich, eine Projektion, die müsste ich nochmal einzeichnen. Glaube ich, jetzt aber über 17.000, ja, die da einfach nur mal ein Kursziel dann über dem aktuellen Kontrakt hoch zu haben. Also so viel zum Euros, zum DAX, der scheint bestens unterstützt. Unter der 7,28 ist erstmal Platz auf der Downside. Sie sehen, dass da ist ein bisschen Potenzial hier unten drunter. Zunächst mal so 6,70 der Bereich und dann ganz breit 6,12, 6,48. So, jetzt komme ich zum Eurostox. Hier war gestern Vormittag zum Cash Open, also auch hier das. Wieso der Bund jetzt hier nicht will? Na jetzt doch. Also auch hier sehen im Daily, sehen wir im Eurostox, dass er gestern natürlich auch ein neues Hoch gemacht hat. Der hat gestern hier eine grüne Candle, war auch gestern zum Cash Open mit dem neuen Hoch unterwegs. Das hatte der DAX bereits vorbörslich gemacht gehabt. Also das ist hier so ein kleiner Unterschied dazu. Heute scheinen wir ein bisschen schwächer zu tendieren hier. Und das schauen wir uns jetzt auch hier natürlich in der Stunde an. Das war es für uns zunächst mal so als grober Rahmen. Wie gesagt, der Tageschart und der Stundenchart, der dient hier als grober Rahmen, um zu wissen, okay, wo befinden wir uns? Und dann brechen wir es natürlich runter dann auf M3 und jeder für sich dann vielleicht M1, um da seine Einstiegsträger dann zu finden. Also für den Eurostox haben wir heute folgendes Bild. Wir haben hier, das war das Vortageshoch gewesen vom Montag, 4,555. Wie gesagt, da haben wir noch vorbörslich hier oben drüber geschlossen oder mit der Börse dann neues Hoch gemacht, 4,565. Aber auch hier kam dann hier dieser Abverkauf, wie auch im DAX, ich glaube im Rahmen der ZEW-Zahlen gestern um 11 Uhr. Gerade die Aussichten waren da doch ein bisschen optimistischer und kam da hier ein bisschen Druck auf. Heute die Levels, die uns interessieren. Zunächst mal das gestrige Tagestief hier, dass der Eurostox erstmal verteidigt, die 4,536. Da hat er aufgesetzt hier in der Stunde, die um 8 Uhr zu Ende ging, also 4,536. Close der Vorstundenkerze direkt drauf. In der aktuellen hat er mal drunter geschaut, aber das sieht hier nach Rejection erstmal aus. Oben interessieren uns erstmal das Tageshoch, 4,552, dann die, ja, als Orientierung 55, 58 und dann das gestrige und auch das All-Time-High, die 4,565. Auf der Unterseite haben wir breitere, also zunächst mal die erste gute Unterstützungszone. Hier der Bereich 4,522, 4,527. Wie gesagt, das unterhalb des gestrigen Tages hieß, das zunächst mal hier zu verteidigen, es zu verteidigen gilt. Also das ist die Konstellation oder die Ausgangssituation im Eurostox. Ich komme jetzt zum S&P Future. Wie gesagt, wir haben diese Woche Verfall. Nelson hat schon angekündigt, viele steht an, Verfall auch, nicht nur hier FED-Zinsentscheid heute, EZB morgen, sondern auch die Aktienindex-Futures und auch die dazugehörigen Optionen verfallen diese Woche, nämlich am Freitag. Im S&P sind wir seit Montag bereits im März als Frontmonth. Die US-Indizes, die rollen da ein bisschen früher. Heißt nicht, dass da in den anderen nichts mehr geht. Das ist ein bisschen anders als beim DAX und beim Eurostox. Wie gesagt, seit Montag schauen wir hier auf den März-Kontrakt. Und da haben wir gestern, müssen wir ein bisschen zusammen. Gestern Volatilität gesehen. Wir haben hier mit den Zahlen, den Verbraucherpreisen zunächst mal dieses markante Hoch geprintet, 4, 6, 6, 9 zum Viertel und dann erstmal die Reaktion nach unten gesehen, auch mit Beginn der Kasse in den USA und hier unten ein ehemaliges oder die Unterstützung, die gab es gestern schon, die hat er gestern verteidigt, hier 4, 6, 60, 4, 6, 66,5. Wurde gestern verteidigt und dann nach hinten raus hier nach 21 Uhr dann noch ein neues Hoch geprintet und konsolidieren jetzt heute am heutigen Tageshoch. Also auf der Unterseite ist hier erstmal wichtig,
Die 4696 ein Viertel natürlich im Setback, das sollte eigentlich bereits guten Support bieten im S&P und dann hier oben das aktuelle Hoch. Marken nach oben werden dann im Laufe des Tages dann auch nochmal eingezeichnet, was da noch aktuell ist. Also auch hier alles bullish DAX, im DAX, Eurostoxx und auch S&P. Wie gesagt, die Amerikaner haben gestern Richtung Handelsschluss nochmal richtig fest tendiert. Und damit komme ich jetzt hier zum Bund, last but not least. Steht natürlich besonders im Fokus hier die Zinsprodukte. Also wir haben gestern eigentlich schöne Bewegung gesehen hier mit den US-Zahlen. Hier nochmal ein neues Hoch, zunächst mal geprintet 135,60 und dann hier unsere Unterstützung auf der Unterseite, die begann gestern bei der 134,89, glaube ich, ging hoch bis zu 82. Die haben wir heute adjustiert, da der Punkt genau aufgesetzt. Wie gesagt, gestriges Tief 134,89, das war Oberkante Unterstützungsniveau. Dieses haben wir für heute adjustiert. Und zwar ist es die 134,87 bis hoch auf die 95. Hier gut zu sehen, dass er bereits den Pop von gestern verteidigt. Wir haben heute die 135,09 getestet mit den Zahlen aus England um 8 Uhr. Wie gesagt, die sind zwar aus dem Euro raus, aber nach wie vor wichtig. Aus welchen Gründen auch immer, sitzen da viele institutionelle Händler oder auch Händler, die hier im Markt relativ aktiv sind, und viele institutionelle Investoren. Also wir reagieren nach wie vor auf Zahlen aus UK trotz dem Austritt hier aus der Eurozone, und die Zahlen, die waren heute, das war hier Bruttoinlandsprodukt, Industrieproduktion, kam um 8 Uhr. Und da hat man unten gesehen, dass er hier unten zunächst mal dann aufgesetzt hat und dann das Ganze positiv aufgenommen hat und jetzt zwischenzeitlich auch ein neues Tageshoch geprintet hat. Also wir haben hier oben den Bereich breites Band 135,46,60 als Kursziel erstmal, unten Unterstützung erwähnt, oberhalb der 60, 65 und dann hier der Bereich 135,80, 135,85. Also generell die Situation ist, dass in den, gerade so in den Geldmarktzinsen, also alles, was hier so im Monatsbereich ist, relativ viel schon, oder die Stimmung relativ positiv ist. Ja, das verängstigt hier den einen oder anderen Investor. Da muss man oder kann man gespannt sein, wie das heute Abend die Fed sieht, ja, ob sie da ein bisschen auf die Bremse drückt. Wie gesagt, das dazu im Verlauf des Tages oder heute Abend dann bei der Sitzung, die wir dann live übertragen und kommentieren, dann mehr für die Interessierten, die das live mitverfolgen möchten, hier die FED-Zinsentscheidung. Also das ist es für den Moment, was die Marktbesprechung angeht, von meiner Seite aus. Wir hören uns dann gleich spätestens mit Cash Open und ja, dann schauen wir mal, wie wir so in den Tag starten heute.
Nochmal zu dem Zinsentscheid heute Abend. Also wird mit relativ großer Wahrscheinlichkeit nichts passieren auf der Zinsfront, ganz klar. Da wird es wahrscheinlich oder wird es wichtig werden, die Pressekonferenz und generell so die Aussagen, wie man die Lage einschätzt. Das wird ja auch die sogenannten Dots heute geben. Also alle 3 Monate, Dezember ist wieder der Fall. Aussichten zu Zinsen und Konjunktur. Genau, das ist viel beachtet, wie gesagt, für die Interessierten unter Ihnen, vielleicht auch US-Märkte handeln, heute Abend dann wir übertragen das live mit der entsprechenden Vorbereitung oder vielleicht ganz interessant nochmal für den anderen zu sehen, worauf es also ankommt hier im Wording, ne? Worauf gilt es zu achten, sodass man weiß, okay, wenn dann von dem Paul dann im Statement Sachen gebracht werden oder er gefragt wird, worauf es da zu achten gilt. Ja, also oftmals liegt der sogenannte Teufel da im Detail natürlich, ja. Nochmal zu dem, ja, weil wir uns jetzt in der Verfallswoche bewegen, das bringt natürlich noch ein bisschen zusätzliche Brisanz heute. Auch in diesen FED-Zinsentscheid und generell in die Marktbewegung, ne, die werden oftmals auch verstärkt, ja, natürlich durch die sogenannten Rolls, soll heißen, dass da institutionelle, also ist ja anders als hier im Daytrading, ja, wir sind abends immer flat und wenn dann der eine Kontrakt verfällt, oder bevor er verfällt, ja, solange er nicht mehr Frontmann ist, wird dann gewechselt in den 9 Monat, wie Sie es im Bund letzte Woche schon gesehen haben. Der ist am Freitag verfallen und vorher gewechselt und in den Aktienindizes ist, wie gesagt, der S&P oder die US-Indizes sind bereits im 9. Verfallsmonat oder Quartal, nämlich im März. Wir im DAX und im Eurostoxx noch nicht. Wir handeln noch hier im Dezember. Und mit den Rolls, was da passiert ist, dass da halt Positionen von Institutionellen, die Position jetzt hier im Dezember-Kontrakt haben, die werden dann in den nächsten Monat gerollt. Und das bringt halt hier oftmals Trades und Marktbewegungen, die man vielleicht nicht auf Anhieb versteht, aber das bringt ja den Markt entsprechend auch, oder kann ihn in Bewegung bringen, ja, ungewöhnliche Kursbewegung, diese sogenannten Rolls.
Generell für all diejenigen, die uns nicht kennen, was wird hier kommentiert? Also wir geben natürlich hier keine Handelsempfehlungen, ne? Das wollen und dürfen wir nicht. Wir versuchen die Märkte an den Marken, an den Levels und an den Zonen zu kommentieren. Das, was wir sehen, gucken da in der kleinsten Zeiteinheit auf 3-Minuten-Charts. Für uns gelten Zonen, wie jetzt zum Beispiel im DAX, ich mache es nochmal ganz groß hier. Das ist jetzt nochmal der Stundenchart, der gilt hier unten, diese Unterstützung im Bereich 7,28, 7,65, die gilt so lange als gehalten, solange wir nicht unten drunter schließen. Natürlich auch, weil es ein Stundenchart ist, dass wir hier unten drunter auch ein Close haben, solange das nicht der Fall ist und wir in diesem Bereich handeln. Gilt dieser Bereich als verteidigt, sprich wir befinden uns im Long Setup. Natürlich andersrum dann im Widerstandsbereich, der dann ja so zart rosa gekennzeichnet ist. Und wie gesagt, die kleinste Zeiteinheit, die wir hier im Rahmen des Webinars kommentieren, sind 3-Minuten-Charts. Natürlich hier für den Markt-Entry, für den Handel, gucken natürlich hier die Kollegen auf unterschiedliche Chartfenster, vielleicht auch im 1, da, um irgendwas zu triggern. Also da ist jeder, hat natürlich irgendwie seine Vorlieben. So, jetzt geht es hier auf die volle Stunde zu und aufs Cash Open. Wir fassen mal ganz kurz zusammen. DAX oben, POC 8,12 im Eurostoxx, ja, mittendrin hier, gestriger POC. Wie gesagt, wir sind, solange wir oberhalb dieser breiten Unterstützung sind, im DAX und im Eurostoxx, bestens supported, ja. Haben leicht relative Schwäche zum US-Markt seit gestern. Wie gesagt, die Bewegung im US-Markt am Nachmittag haben wir dann nicht mehr mitgemacht oder am Abend mit den neuen Hochs. Also da leicht relative Schwäche. So, im Bund, wie gesagt, der hat unten den gestrigen POC verteidigt, was eigentlich ein gutes Zeichen ist hier. Müssen wir mal schauen, ob er dann nach oben hin in Richtung Ziel- und Widerstandsbande im Bereich 135, 46, 135, 60, wo auch das gestrige Hoch ist. Geht genau, ja. Und S&P handelt hier in einem ganz engen Bereich um das, ne, da war das gestrige Hoch, glaube ich, ja genau, die 4701 Dreiviertel. Also gleich geht's los hier mit der Kasse. Also ja, Cash Open sehen hier erstmal weiter Kaufinteresse im Bund Future. Ja, also wie gesagt, der hat unten den POC von gestern verteidigt, was eigentlich ein positives Zeichen ist. Ja, gibt es da irgendwie eine Regel, wie man sich an solchen Tagen, wenn die Zentralbanken tagen? Nee, gibt es nicht. Ja. Generell, es sind ja viele, die sich zurückhalten während der Entscheidung, während der Fed oder während der EZB morgen, weil die einfach nicht mit zurechtkommen, hier diese ja, oftmals volatilen Kursbewegungen. Im Vorfeld dessen gibt es da irgendwie eine Regel? Nee, auch da gibt es keine Regel. Ich könnte mal davon ausgehen, dass die Märkte erstmal so in Lauerstellung sind vor so einem Zinsentscheid. Aber wie gesagt, sowas ist nicht in Stein gemeißelt. So, was wir sehen ist S&P, genau, vielleicht nochmal ein Wort dazu. Wieso wir den S&P? Wir gucken auf den S&P auch am Vormittag, weil er oftmals auch am Vormittag Impulse gibt. Ja, das ist für uns interessant und
DAX und Eurostox natürlich auch immer im Kontext betrachten, ne? Da gucken, okay, wer outperformt, wer hat relative Schwäche, wer relative Stärke. Sind das irgendwelche Underlines, irgendwelche Heavyweights, die in dem einen oder anderen Index sind, die dann für die Stärke im einen und für die Schwäche im anderen schuld sind oder der Grund sind, also auf all das wird geachtet. Also S&P verteidigt unten die 4701. Ein kleines Verlaufstief, ja. Also wir haben heute vorbörslich noch hier über die Ticker gehört. Wir nutzen natürlich auch englischsprachige Squawkboxen, dass man sich wohl hier bei der, im Rahmen der Regierungskoalition hier auf das neue Budget hier geeinigt hat. Da steht wohl, was nicht, ist schon terminiert, Alex, die Pressekonferenz. 12 Uhr. Für 12 Uhr heute die Pressekonferenz hier vom, ich weiß nicht, wer das hält, ob dann wirklich auch die einzelnen Vertreter der Koalitionsparteien das machen oder der Regierungssprecher das macht. Also hier scheint es eine Einigung gegeben zu haben, hier im Rahmen der Koalition, was das Budget für nächstes Jahr angeht. Ja, relativ ruhiges Cash Open. DAX zunächst mal im Vergleich zum Eurostox leicht gesucht. Ja, der Bund mit einem neuen Tageshoch, wie gesagt, der hat unten schön aufgesetzt hier vorbörslich. Genau, der Bund, für all diejenigen, die fragen, ab wann den Bund handeln, der Bund ist eigentlich ab 8 Uhr schon handelbar, anders als DAX und Eurostox. Da raten wir eigentlich oftmals dazu, hier die Kasse abzuwarten, aber im Bund ist bereits ab 8 Uhr. Kann Bewegung kommen, kann Volumen reinkommen, darum geht es eigentlich ja. Und wie gesagt, hier mit dem Halten des gestrigen Talks hier bei der 09 hier zwischen 8 und 9, das Ganze erstmal positiv und jetzt kann er, wie gesagt, auch ein neues Tageshoch hier markieren. Die Frage ist, läuft er oben ins Ziel- und Widerstandsband? So. Sie sehen jetzt hier DAX im Vergleich zum Eurostox gesucht. Also wir haben im DAX oben das Tageshoch, die 8,34 als erste Marke und dann oberhalb des Hochs wichtig eigentlich, das war so gestern so ein bisschen hier die Make or Break, diese 8,45, ne, die wir gestern vorbörslich nach unten verlassen haben, ja, und dann immer wieder verteidigt. Also das war dann hier oben erstmal Widerstand auch am Nachmittag hier mit den Verbraucherpreisen aus den USA. Das hier oben die wichtige Marke. So, DAX nähert sich dem Tag, ne, ist jetzt wieder am Tageshoch. Ja. Eurostox, der leckt ein bisschen, ja. Weiß nicht, ob da irgendwelche Einzelwerte für verantwortlich sind, dass der DAX hier outperformt oder der Eurostox relativ zum DAX schwächelt, ja. Ja, sehe jetzt nichts hier größeres da im Stocks oder größere Ausreißer. Ja. Ja, gut. Also LV.
Jetzt haben wir doch hier oftmals sich die Indizes oder die Schwergewichte anschauen. Also die relative Schwäche, und das ist vielleicht relative Schwäche im Eurostoxx, der macht nach oben gar nichts. DAX, wie gesagt, hier mit einem neuen Tageshoch. Kann zwei Gründe haben. Also eine auf jeden Fall das Index-Schwergewicht, also Nummer eins, der größte Wert im Eurostoxx, das ist die LVMH, Louis Vuitton, Moët Chandon, Moët Hennessy, genau, mit 1,54% im Minus. Das ist der Grund hier für die relative Schwäche im Stocks. Und das ist natürlich immer was Interessantes, sowas zu wissen, ja, weil da kann man sich vielleicht im anderen Index dann auch entsprechend positionieren, wenn man sagt, okay, der Eurostoxx geht nicht mit, vielleicht versuche ich hier irgendwo, und das am zwischenzeitlichen Tageshoch nach 8,34 hier eine Überlegung wert im DAX. Noch ein anderer Grund, wieso der DAX jetzt hier relativ outperformt, könnte die Haushaltseinigung sein, ja, von der ich eben gesprochen habe. Also hier zwei mögliche Gründe. Der eine für die relative Schwäche im Stocks, dass das Indexschwergewicht LVMH entsprechend im Minus ist mit 1,54%. Das ist natürlich bei diesen Heavyweights schon interessant, ne, sowas zu beobachten oder im Blick zu haben, ja, und um einfach zu verstehen, okay, wieso geht denn jetzt der Eurostoxx nicht hoch? Ja, wieso bleibt er hier? Und der andere, der macht jetzt hier, was hat er dann von mit Cash oben von, was hat er gemacht? Insgesamt, ja, gute 30 Punkte gemacht im DAX, und der Eurostoxx eigentlich gar nicht bewegt, ja. Ruhiges Cash Open, nochmal S&P unten hier das Tiefstagestief verteidigt. DAX kommt erstmal nicht nachhaltig hier über das Zwischenhoch. Hier nochmal die markantere Marke im DAX, die 8,45. Wie gesagt, dieses Make-or-Break-Level von gestern Vormittag, und auch gut verteidigt hier mit den oder im Rahmen der Verbraucherpreise, ne, da, aus den USA, da ging es erstmal nach oben und dann nach unten, da wurde eben diese Marke hier fast punktgenau abgearbeitet. Wieso eigentlich diese, ja, wieso DAX, Eurostoxx? A, ist Eurostoxx der Benchmark-Index in Europa. Den haben alle Institutionelle im Visier, müssen in dem aktiv sein, positioniert sein. Deswegen absolutes Muss hier, den im Blick zu haben. Und ja, welche Erkenntnisse, wo das helfen kann. Heute natürlich eben halt ein gutes Beispiel mit der relativen Schwäche im Stocks. Grund haben wir erwähnt, dass es da nicht hochgeht wie jetzt im DAX seit Kasse Open. Eine Handelsidee, die man daraus ableiten könnte, ist auch trotz des positiven Marktumfeldes, dass man hier zumindest mal, ja, wenn man vielleicht im Long war, hier seine Position schließt im DAX oder vielleicht hier auch ein Konter-Short spielt. Man sieht, dass der Eurostoxx nicht mitgeht. Ja, das sind so oftmals Erkenntnisse, die sinnvoll sein können. Ja.
Falls es Fragen gibt, wie gesagt, der DAX bleibt oben hängen am zwischenzeitlichen Tageshoch an der 8,34. Das war die erste kleine Marke. Falls es Fragen hier zum Vorgehen gibt, gerne stellen, ja. Jetzt ist die Bewegung im DAX schon ein bisschen ausgeprägter. Also lag vielleicht der Hinweis hier auf die relative Schwäche im Eurostoxx gar nicht so schlecht. Da tut sich dann Eurostoxx nichts, aber für den DAX war dann oben ja auch erstmal Deckel drauf. Ja. Den auch im Bund, der kommt jetzt wieder einen Ticken zurück. Also wirklich ein ruhiges Cash Open. Volumina, wir haben hier im DAX eigentlich so ja, interessantes Volumen M3, so ist dieses Horizontalniveau. Das sind so die ja, um die 900 Kontrakte runtergebrochen auf die Minute, dann 300, die so ein Indiz für ein gutes Volumen ist. Und wir sehen, wir haben dieses Volumen nur in der Eröffnung hier auch gerissen, ja. Und nimmt hier stetig ab, ja. Auch im S&P ist ja nicht viel los. Unten Tagestief verteidigt. Der konsolidiert wirklich hier auf oberstem Niveau. Gestern, wie gesagt, nochmal nach hinten raus hier zum Handelsschluss mit einem neuen Tageshoch im S&P. Ich zeige das mal hier das war das Hoch hier, was wir geprintet haben mit den Verbraucherpreisen 14,30. Dann nach hinten raus, glaube ich, zwischen 21 und 22 Uhr dann dieses Niveau gebrochen, die 4,696 ein Viertel und dann nach oben drüber geschlossen und heute neues Hoch und konsolidieren wirklich in einer ganz engen Range auf sehr, sehr hohem Niveau. Jetzt hier ja, eine Frage, die ich nicht ganz verstehe von dem Teilnehmer bei Minidax Fibonacci ABC. Ist das hier eine Projektion im Fibonacci, im Dings, im DAX? Ist das irgendein Kurslevel oder wie darf ich das verstehen? Ich verstehe diesen Post nicht ganz von dem Teilnehmer da um 9:14 Uhr. Also heute Vormittag, was ist noch wichtig? Wir haben um 11 Uhr Zahlen aus der Eurozone, Industrieproduktion. Dann für diejenigen, die Bonds handeln, hier die Zinsprodukte aus Italien, eine ganze Reihe hier, die Zinskurve, da gibt es eine ganze Reihe von Emissionen um 11 Uhr herum. Ansonsten war es das relativ übersichtlich heute am Vormittag. Geht am Nachmittag weiter. Ja, gestern waren Verbraucherpreise da, heute kommen die PPIs, die sogenannten Erzeuger- oder Produzentenpreise aus den USA, 14,30. Auch nochmal wichtig, ja, das sind ja eigentlich so die Vorläufe hier der Verbraucherpreise da, so mit einem Timelag von ja, um die 6 bis 9 Monate. Ne, die dann auch weitergegeben werden, die Preise von Produzenten, das sind aber auch so die einzigen wichtigen Zahlen heute am Nachmittag, bevor es dann, ja, doch hier, Rohlagebestände 16:30, ne, das ist nicht unwichtig. Und dann, wie vorhin schon gesagt, das wird heute überschattet hier von der Zinsentscheidung heute Abend, 20 Uhr.
mit den entsprechenden Projektionen für die Wirtschaft, wie gesagt, die sogenannten Dots, und dann um 8.30 Uhr, da kommt auch das, um 8 Uhr kommt das Statement von der FOMC und um 8.30 Uhr dann die Pressekonferenz von Paul mit der anschließenden Q&A-Session. Ja. Ich glaube, die Anmerkung des Teilnehmers war, dass im 3-Minuten-Chart im FDAX eben diese Chartformation mit dem Fibonacci ABC entsprechend als Information an dich gerichtet war. Ah, okay. Ja, was ruhig ist, dann gerne noch Fragen stellen, falls es irgendwelche Unklarheiten gibt. Wie gesagt, wir sind jeden Tag von 8.30 Uhr, von 8 Uhr bis 17 Uhr auf Sendung. Heute Abend mit der FED, morgen auch wieder auf Sendung. Und da wird im Rahmen des morgigen Webinars auch der EZB-Zinsentscheid von uns entsprechend vorbereitet und auch kommentiert mit den Analysen dann auch nach Bekanntgabe der Zahlen. Die gibt es heute Abend natürlich auch. Wer sich das nochmal antun möchte, können sich bei uns auch auf der Webseite traderstalk.de kostenlos und unverbindlich für einen Trial hier eintragen. Das läuft dann nach 14 Tagen auch wieder ab, ohne dass Sie da irgendwie ein Abo oder irgendwie an der Backe haben. Also jetzt sehen wir zumindest mal ein neues Kassehoch. Ein neues Kassehoch im Eurostox. Das Tageshoch ist hier um die 52. Also. Mal schauen, was hier, ja, kommt noch ein bisschen zurück. Also der Indexschwergewicht im Eurostox, die LVMH jetzt nur noch ein gutes Prozent im Minus, war vorhin knapp 1,6%, jetzt unter einem Prozent. Also das, wenn man sieht, dass da ein Schwergewicht mit einer großen Marktkapitalisierung entsprechend Abschläge oder überdurchschnittliche Gewinne oder Verluste hat, muss man sich das anschauen. Und da sieht man auch jetzt Verluste reduziert von LVMH und sieht zumindest mal hier eine zaghafte Bewegung in Eurostox. Nochmal, weil es halt jetzt so ruhig ist, ein bisschen was hier an vielleicht Interessantem hier, was das Meeting oder Abend angeht. Also wir haben
Inflation jetzt im Vergleich zum letzten Meeting im September kommt zurück in den USA in den letzten Monaten. Auch gestern ein Ticken schwächer. Wir waren zwar, was die Expectations angeht, inline, ein Ticken fester, aber im Vergleich zum Vormonat geht das Ganze auf jeden Fall in die richtige Richtung. Also ist die Ausgangslage hier der Fed mit den Daten jetzt schon eine andere als im letzten Meeting. Inflation geht runter, worauf man natürlich auch achtet, ist die sogenannte Kernrate, wo man Energie und Lebensmittel Energie rausrechnet. Ja. Von daher natürlich sehr interessant, wie heute das Statement der Fed sein wird. Und auch die Prognosen, was das Wirtschaftswachstum angeht, die sogenannten Dots, wie gesagt, die werden alle 3 Monate neu veröffentlicht. Genau, das ist jetzt in diesem Turnus halt war im September letztmalig der Fall. Jetzt halt für dieses Jahr zum letzten Mal die Projektion, was das Wirtschaftswachstum angeht. Viele reden hier von einem Soft Landing, also die Wirtschaft relativ fest im dritten Quartal. Da kann man natürlich gespannt sein, wie da die Aussichten von der Fed sein werden. Also das ist heute so ein bisschen oder die neue Erkenntnis, diese Dots, die heute dann veröffentlicht werden. Ne? Viele Experten, die sind überrascht, wie positiv und wie aggressiv gerade so im Geldmarkt in den Kurzfristzinsen bereits Zinssenkungen für das nächste Jahr vorweggenommen werden. Also da, gerade was das angeht, kann man gespannt sein, ob da die Fed ein bisschen auf die Bremse drückt und sagt, hey, was macht ihr da immer am kurzen Ende, ja, und dass da mögliche Zinssenkungen bereits für so früh 2024 vorweggenommen werden. Also das ist, glaube ich, nochmal was ganz Interessantes heute Abend. Aber dazu, wie gesagt, in der Schalte dann ab 19:30 Uhr detaillierter Input und Informationen von uns, was da auf was man da genau zu achten hat, dann im Statement und dann in der Frage-Antwort-Runde dann um 20:30 Uhr. Also im Markt, Sie sehen das, das ist wirklich sehr, sehr ruhig. Also hier gibt es eigentlich nichts zu tun. Genau, das muss man auch können, nichts zu tun, nämlich die Füße stillhalten, ja. Also man muss hier kein Liquiditätsprovider sein hier für den Markt. Und die Börse hier, na gut, das wird ja der Welt so nicht gerne hören, aber eigentlich ist so eigentlich der Wohl des Kunden oberstes Ziel und dazu hoffen wir auch beizutragen, hier im Rahmen der Squawkbox auch mal die Füße stillzuhalten. Das muss auch gekonnt sein, ne? Wenn es eigentlich nichts zu tun gibt. Ne? Jetzt schon, du nimmst mir das nicht übel, ne? Genau, aber ich denke, Nein, dass. also nein, nein, überhaupt nicht. Ist ja alles gut. Wir wollen ja auch, dass die Kunden ja entsprechend ja auch lange aktiv und profitabel sind. Aber wir haben schon in den letzten Tagen auch gemerkt, dass die Kunden doch schon ein Gespür dafür haben, wann sie handeln sollten und müssten. Und ja, also das haben wir schon gesehen anhand der Trading-Aktivitäten. Genau, und bald halt eine interessante Woche ist mit diesen ganzen wichtigen Zahlen, wie gestern Verbraucherpreise, heute Erzeugerpreise, ein bisschen weniger interessant, aber Fed und dann auch morgen die EZB. Da auch von uns auch immer wieder der Rat, vielleicht eher mal die Füße stillhalten, wenn man da volatile Märkte hat und vielleicht nicht die Initialbewegung versucht mitzumachen, sondern
Vielleicht mal, wenn der Markt eine Richtung eingeschlagen hat, weil das geht halt oftmals dann hin und her, ja, und dann wird man sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite oftmals über Bord gespült. Also man muss nicht als erstes mit dabei sein, sondern erst mal gucken, okay, schlägt denn der Markt irgendwo eine Richtung ein und dann, wenn überhaupt, sich dann positioniert. Aber Zinsentscheide, ja, sind für viele oftmals eher mal interessant zu beobachten, bis man dann in der Lage ist oder überhaupt dann auch sowas zu handeln oder handeln möchte. Ja, wie gesagt, das ist halt jedem selber überlassen. Ja. Ich kenne halt viele, ja, viele Retailer, die an solchen Tagen eher mal an der Seitenlinie stehen und das Ganze beobachten und damit auch ganz gut fahren. Und gibt hier einen Großteil der Zugewinne hier seit 8 Uhr, wie gesagt, im Rahmen dieser. Und Sie sehen das auch hier im Bund, dass um 8 Uhr das Volumen anspringt. Also hier kommt bereits Bewegung. Ich zeige es nochmal ganz kurz hier im Vollbild. Hier kommt bereits Bewegung. Oder kann bereits Bewegung, auch Volumen um 8 Uhr reinkommen. Das sehen Sie hier unten. Aber ja, all diejenigen, die den Bund erhandeln, die wissen das. Und hier kam halt eben die Bewegung nach oben mit Test des POX von gestern, positives Zeichen hier im Rahmen der Zahlen, die heute Morgen um 8 Uhr veröffentlicht worden sind aus England. Ich blende noch mal ein hier, genau, wo Sie denn, falls Sie da. Interesse haben hier. Genau, das ist unsere Webseite traderstalk.de und da finden Sie weiter unten hier dieses Produkt Traderstalk Premium. Das ist die Squawk Box, die börsentäglich live auf Sendung ist. Und dann können Sie hier unten, wenn Sie den Button hier drücken, hier dieses Formblatt hier ausfüllen und uns kostenlos und unverbindlich 14 Tage lang testen. Vielleicht noch kurz die Anmerkung: Wir haben ganz viele Kunden und das, die schon seitdem es die Squawkbox gibt, sprich seit 2015 schon dabei sind. Und ich glaube auch eine Anmerkung, die auch der Nelson kennt von uns, ist, dass wie soll ich sagen, ja, dass die mit Nutzen hier der Squawkbox zumindest mal im Markt ja, geguidet werden, nicht so einen Blindflug haben, wissen, wann was Wichtiges ist. Aber das, die wichtigste Erkenntnis von der Squawkbox ist eigentlich, wenn Bewegung im Markt ist, dass man weiß, woher das kommt, ja, um da für sich zu entscheiden, greife ich da jetzt rein oder halte ich über die Füße still, ne, wenn wir schon darüber gesprochen haben, wann handelt man nicht, wenn Sie sehen, dass der Markt in der einen oder anderen Richtung sich bewegt und sich das jetzt irgendwie nicht ausmalen können, woher das kommt, ja, das bekommen Sie in der Regel von uns dann auch wirklich zeitnah kommentiert, um dann für sich zu entscheiden, mache ich was oder mache ich nicht. Also, dass man so ein bisschen Struktur im Tag hat, zu wissen, okay, was ist wichtig, was nicht. Was kommt da an Nachrichten? Vielleicht kommt auch irgendwas hier, was nicht auf der Agenda ist, was Wirtschaftsnachrichten angeht, irgendwelche News, irgendwas passiert. All das ist eigentlich das so die Quintessenz von so einer Squawkbox. Und Sie können sich auf Ihren Handel konzentrieren und verpassen nichts eventuell Marktbewegendes. So, das war es dann von mir aus, wenn es keine weiteren Fragen gibt, weil ich sehe da hier im Fragenfenster nichts, dann möchte ich mich bedanken. Wie gesagt, nochmals der Hinweis, wer möchte heute Abend mit dabei sein, uns vielleicht gerne nochmal kurz anschreiben, ja? Weil wir wissen ja nicht, ob wir hier unser laufendes Webinar, was wir hier von 8 Uhr bis 17 Uhr haben, heute Abend nutzen. Sehr wahrscheinlich, wer da Interesse hat, heute die Live-Schalte mitzumachen. Nochmal einfach eine E-Mail schreiben. Und mal ganz kurz, ich schaue mal kurz,
ob das hier, dann müsste eigentlich hier als Kontakt dabei sein. Unten, also noch service at minotauruscapital.com oder service at traderstalk.com. Und dann sagen Sie, wir möchten gerne heute Abend dabei sein und dann schicken wir Ihnen den Link. Das ist auch ein GoTo-Webinar, was wir nutzen in der täglichen Schalte, also auch heute Abend. Ja, das von meiner Seite aus, jetzt habe ich hier ein bisschen länger gemacht. Wir sehen jetzt leichte Kaufkurse hier in Bund. Ansonsten hier erstmal liegt der Markt auf der Seite. Und damit möchte ich mich bedanken hier bei den Teilnehmern, Zuhörern, Zuhörern und auch bei dir, Nelson, und übergebe an dich für das Schlusswort. Ja, super, vielen Dank. War wie immer alles gut verständlich und super Infos, um halt in Handel morgen zu starten. Ich würde auf jeden Fall heute Abend die Fed verfolgen, wird, glaube ich, sehr spannend. Die, wie du eben auch schon einige Punkte erwähnt hast, da sind, ich glaube auch, dass Paul eher hawkisch reden wird, auch wenn die Zinsen gleich bleiben. Die Projektion zwischen der Fed vom September, mal gucken, ob sie es ändern wird, für die Zinsen Ende 2024 bei 5,1% und was aktuell der Markt einpreist. Ich glaube, mittlerweile preisen sie schon 5 Cuts für nächstes Jahr ein. Das ist schon ein Riesengap und da wird Jerome, denke ich, auch einiges dazu sagen. Also wird es sehr spannend, morgen wird es spannend. Ich wünsche viel Erfolg, vielen Dank für die Teilnahme, vielen Dank Bango und das Team von Traders Talk für die Webinare in diesem Jahr. Ich denke mal, dass wir im nächsten Jahr ebenfalls weitere Webinare haben werden. Aber bis dahin alles Gute, bleibt gesund und passt auf eure Position auf. Bis dann, ciao, ciao.